Willkommen zu einer Late-Nerd-Show mit sehr viel Dungeons and Dragons. Wir reden über die neue deutsche Ausgabe von Xenethas Ratgeber für alles und über das Giftset aus dem amerikanischen mit dem neuen Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse. Sehr viele M's. Und dann nicht Dungeons and Dragons und generell nicht reinpassend, aber trotzdem dabei, ein Comic über eine Theateraufführung von Mary Stuart. Wir haben heute für Dungeons & Dragons Bücher, die neu, aber nicht wirklich neu sind. Und das in zwei Kategorien, deutschsprachig, englischsprachig. Fangen wir mit dem deutschsprachigen an. Xenethas Ratgeber für alles ist frisch erschienen. Schon wieder. Xenethas Ratgeber für alles ist schon mal auf Deutsch erschienen, aber da sich die ganze Rechtelage bzw. die direkte Vertrieb von Dungeons & Dragons in Deutschland über Wizards of the Coast das alles geändert hat, gibt es eine neue Ausgabe davon. Die beruht aber auf der ersten deutschen Übersetzung des Bandes. Es wurde offiziell gesagt, dass es eine leicht überarbeitete Übersetzung ist und wir haben stichprobenartig Seiten verglichen und sie waren Zeile um Zeile, Wort für Wort identisch. Und da es keine Volltextsuche gibt, kann ich dann im Endeffekt nur schließen, dass es vermutlich relativ kleine Änderungen sind, die durchgeführt wurden, also wahrscheinlich kleine Errata, Tippfehler und dergleichen eingepflegt wurden. Was sich ansonsten geändert hat, ist einmal das Material des Buches. Die Seitenzahl ist natürlich gleich geblieben, aber insgesamt ist das Buch dicker, was daran liegt, dass ein etwas schwereres Papier verwendet wurde, wodurch die Seiten, die zwar im Grunde mit einem ähnlichen Druck, was den Glanz und dergleichen und die Versiegelung angeht, versehen wurden, sich etwas besser anfühlen, etwas griffiger sind zwischen den Fingern. Was auch anders ist als bei der ersten deutschen Ausgabe, ist die Versiegelung auf der Rückseite. Wir haben ja immer ein Wraparound-Cover, das noch einmal die halbe Rückseite bedeckt und dann diesen Streifen. Und der ist im Original mit einem Schutzlack versehen, denn, naja, so im Sinne eines Schutzlackes, als er schützt das, was drunter ist und opfert sich dabei selbst. Dieses Buch hat nicht so viel mitgemacht, wie man vielleicht denken sollte, aber dieser Lack hat leider die Eigenschaft, dass man wirklich nur einmal kurz mit dem Nagel rangehen muss oder es in eine Tasche stecken muss, wo ein anderer Gegenstand drin ist, dass das verkratzt. Und die Version hier hat einen sehr viel festeren, rauen Schutzlack, der drauf ist. Und das Letzte, was sich geändert hat, ist die Bepreisung. Von 50 Euro ist das Buch jetzt in der neuen Version runter auf 39,99. Inhaltlich ist Xenethas Ratgeber für alles eines von den, wir schmeißen hier alle Regelerweiterungen, die wir gerade fertig haben, rein Bücher und enthält neue Subklassen für die damals allen vertretenen Standardklassen für Dungeons & Dragons in der 5. Edition. Es enthält eine ganze Reihe Zufallstabellen für Begegnungen und dergleichen und mischt einfach eine ganze Menge Zeugs, das man aus irgendwelchen Gründen gebrauchen könnte, ob jetzt bei der Charaktererschaffung im Spiel oder beim freien Improvisieren, zusammen. Und wie gut das ist, da verweise ich auf die Rezension, die wir schon einmal für diesen Band gemacht haben. Man braucht Xanathas Ratgeber für alles garantiert nicht, um D&D in der 5. Edition zu spielen. Und wir haben auch die meisten Sachen hier drin noch nicht getestet, auch wenn das jetzt in der nächsten Zeit in Let's Plays auch immer öfters passieren wird oder in anderen Sitzungen am Spieltisch. Es ist aber, denke ich, eins, das für jeden irgendetwas bietet und gerade in so Sachen mit erweiterten Klassen oder damit, wie man NSCs weiter ausgestalten kann, denke ich, kann es noch eine Menge am Spieltisch leisten. Außerdem ist es angenehm geschrieben und über die Optik lässt sich kein schlichtes Wort verlieren. Also am Ende sind das 8 von 10 möglichen Punkten für dieses vielleicht nicht notwendige, aber nützliche Buch für Dungeons & Dragons 5. Und gehe weiter zu einem Geschenkset, das unter anderem auch Xenethas Guide to Everything enthält. Das hier ist das neue Giftset für Dungeons & Dragons 5e. Und es enthält 2 Bücher, die identisch so schon existieren, nämlich Xenethas Guide to Everything und Tasha's Cauldron of Everything. Also die 2 Regelerweiterungs-Mischmasch-Sammelbücher, die vor allen Dingen neue Charakteroptionen liefern. Sie liefern natürlich auch noch eine ganze Menge mehr, aber die Charakteroptionen sind das, was ich daran als am wertigsten empfinde. Und wir haben über beide schon geredet, wie gerade schon gesagt, da verweise ich auf die Rezension dafür. Was hier neu drin ist als Band ist Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse.
Was aber nicht heißt, dass der Inhalt generell neu wäre, beziehungsweise er ist größtenteils etwas, was durchaus schon in gedruckter Form existiert hat. Es ist nämlich eine Zusammenlegung von Volos Guide to Monsters und Mordenkainen's Tome of Foes. Das heißt, das hier ist eine Sammlung von spielbaren Spezies und von Monstern, die eben außerhalb vom Spielerhandbuch und vom Monsterhandbuch schon in anderen Bänden gesammelt waren. Plus das erste Mal, dass die Spezies der Turtles, also der aufrechtgehenden, freundlichen Schildkrötenmenschen, hier abgedruckt ist. Das heißt, das ist eine neue Zusammenstellung von Erweiterungsbänden. Und das ist auch die Idee dahinter, dass wenn man die übliche Dreifaltigkeit von Dungeons & Dragons Regelwerken, nämlich das Spielerhandbuch, das Monsterhandbuch und das Spielleiterhandbuch hat, dieses Giftset die ideale Ergänzung ist, um den aktuellen Überblick über Erweiterungsregeln zu bekommen. Kleine Anmerkung noch, was die Inhalte betrifft. Sie sind auch auf dem Regelstand bzw. auf dem Stand des Umgangs mit Regeln von Tasha's Cauldron of Everything und generell das, was sich gerade bei Dungeons & Dragons in der 5. Edition ändert. Das heißt, alle von den spielbaren Spezies, die hier vorgestellt werden, haben keine festen Attributsboni mehr, sondern das wird einem frei überlassen, ob man jetzt wirklich einen sehr geschickten und schwächlichen Gnom spielen will. Man kann gerne auch einen starken und charismatischen Gnom spielen und das in alle Richtungen entwickeln, wie man möchte. Und es wurden auch ein paar Sachen geändert an den Einträgen. Die Monstereinträge in Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse, was für ein Titel, sind teilweise ein bisschen getweakt worden. Das sind Eingriffe ins Balancing, um Monster teilweise ein bisschen mächtiger zu machen in erster Linie, aber auch um es etwas anders spielbar zu machen, dass zum Beispiel Zauber umgewandelt wurden in magische Angriffe, so dass man einen leichteren Zugang hat als Spielleitung, was die Kreatur kann und wie oft sie das pro Runde kann und was für eine Aktion sie dafür aufbrauchen muss. Und bei den spielbaren Spezies sind auch ein paar Änderungen teilweise gemacht worden. Da sind Fähigkeiten geändert worden oder sie haben neue bekommen, um die Spezies runder zu machen oder interessanter spielbar zu machen. Vor allen Dingen aber, speziell in dieser Version hier, sind das ausgesprochen schöne Bücher mit Designs, die sich so auch nochmal in dem ebenfalls zum Set gehörenden Spielleiterschirm finden. Das bunt und ein bisschen comichaft ist, aber auf jeden Fall eine Menge Spaß macht und vor allen Dingen auch die Leute zeigt, um die es hier geht. Wir haben hier zum Beispiel eine Tasha und einen Zenithar, die durch die Gegend gucken. Und die einzelnen Kreaturen sind dann wiederum wie hier ein Kirin oder Tilin vorne auf den Büchern drauf und mit einem 3D-Lack versehen. Das sind dementsprechend sehr schöne Bücher, die auf dem neuesten Regelstand sind. Die Frage ist jetzt, wer braucht das, wenn die Inhalte zu weit über 90% so schon existiert haben? Leute, die natürlich das bisher noch nicht hatten, die vielleicht neu angefangen haben mit dem Hobby und deswegen ist es ja auch ein Giftset, weil wie die meisten größeren Entertainment-Firmen, Wizards of the Coast, auch Leuten nahelegen will, hey, hast du einen Nerd-Freund in? Dann ist das hier, was du denen in die Hand drücken kannst, um ihnen eine Freude zu machen, dass das Ganze am Anfang des Jahres kommt und nicht am Ende eines Jahres, hat vermutlich auch damit zu tun, dass sich nahezu alle Druckwerke inzwischen verspäten aufgrund von internationalen Problematiken, von feststeckenden Schiffen über Corona bis hin zu Papierknappheit. Dementsprechend, wenn ihr schon andere Regelbücher oder dergleichen habt, ist das nicht nötig, im besten Sinne gesagt. Es sei denn, ihr habt einen sehr starken Sammeldrang und mögt es wirklich gerne, sehr schöne Ausgaben von Büchern in eurem Regal zu sehen. Schuldig. Und wenn ihr neu einsteigt ins Hobby, ist das ein sehr, sehr guter Punkt, um die Regelerweiterung zu schaffen und vor allen Dingen, was die Charaktererschaffung angeht, sich eine sehr viel größere Bandbreite an Möglichkeiten zu erschließen. Was ich aber noch sagen möchte, ist, dass langsam aber auch der Punkt erreicht ist, wo man relativ tief drin sein muss, denke ich, um zu wissen, was wo regeltechnisch vertreten ist und auf welchem Stand wir eigentlich überhaupt gerade sind, gerade dadurch, dass zwei Bände genommen und ihre Inhalte zusammengelegt werden. Immerhin sorgt der neue Titel, auch wenn der sehr lang und sperrig ist, Mordenkainen Presents, Monsters of the Multiverse,
dafür, dass man weiß, dass es sich um einen Band handelt, der größtenteils Monster enthält, wenn er dann auch wiederum spielbare Spezies enthält. Das war bei den beiden Bänden, deren Inhalte darin aufgegangen sind, nicht so zwingend immer zu sagen, Volus Almanach der Monster, ja, aber Mordenkainen's Tome of Foes kann eine ganze Menge heißen und klingt für mich zum Beispiel eher nach einer Sammlung von wichtiger NSCs, auf die Mordenkainen so richtig Brast hat. Aber tatsächlich ist es auch eine Regelsammlung und dafür ist Volus Guide to Monsters nicht nur ein Monsterband. Also, insgesamt ist es so übersichtlicher, aber wie das Ganze historisch gewachsen ist und dass wir das jetzt mitten in einer Edition bekommen, macht es wieder unübersichtlich. Und was leider in der neuen Version etwas auf der Strecke bleibt, ist der Fluff, also der ganze Hintergrundkram, die Zusatzinformationen. Sowohl Volo als auch der alte Mordenkainen, also Mordenkainen's Tome of Foes, nicht Mordenkainen Presents, haben längere Abschnitte, in denen es darum geht, was ist das eigentlich für ein Wesen hier, ein Elf, ein Gnoll, wo kommen die her, warum sind die so, wie sie sind und was machen die eigentlich und warum gibt es sie? Und das sind jetzt Parts dieser Kapitel, die in dem Mordenkainen Presents nicht mehr da sind, beziehungsweise die Informationen wurden deutlich runtergekürzt. Dafür gibt es eine neue Sache, es gibt ein bisschen neuen Hintergrund für Goblins, wo jetzt gesetzt wird, dass sie ursprünglich mal Feenwesen waren, aber ansonsten haben wir in erster Linie Sachen verloren in dieser Transformation. Und das wiederum ist für Leute, die neu einsteigen, fast ein bisschen schade. Ich meine, mit Of the Multiverse deutet das Ganze schon darauf hin, dass sehr viel mehr Multivers gemacht werden soll, sehr viel mehr auch der Schwerpunkt darauf gelegt werden soll, dass es sehr, sehr viele verschiedene Settings für Dungeons & Dragons geben kann, was ja zum Beispiel auch schon im Drachenband mehr oder weniger klar herausgearbeitet wurde mit der Drachensicht, die über mehrere Welten hinausgehen kann. Aber dabei verlieren sich dann wiederum Dinge in der Beliebigkeit und es wird einfach nur auf so den kleinsten gemeinsamen Nenner erzählerisch runtergebrochen. So. Schlussendlich bleibe ich bei meinem etwas wirren Fazit. Ein sehr, sehr schönes Set für Leute, die den Kram, der da drin ist, noch nicht haben. Und dann sollte man auch noch die Person sein, die der Freundin, die daneben sitzt und sagt, und übrigens, weißt du eigentlich, wo Elfen herkommen? Aber vielleicht kriegen wir auch noch wieder Fluff in irgendeiner anderen Form und spätestens dann verliere ich vollkommen den Überblick. Ich werde jetzt nicht versuchen, vor der laufenden Kamera alle Bücher wieder dorthin zu zwingen, wo sie hingehören, sondern lege das einfach mal kurz beiseite und schaue mir noch den schimmernden Druck an auf diesen Büchern und wechsle einfach ohne große Überleitung zu diesem Comic Maria Stuart, der auf einem Theaterstück basiert, nicht nur, das ist offensichtlich, weil nach Friedrich Schiller draufsteht, sondern tatsächlich auf einer speziellen Aufführung des Theaterstücks. Mal was Außergewöhnliches. Maria Stuart nach Friedrich Schiller, eine Comic-Adaption des Oldenburgischen Staatstheaters. Dort wird der Klassiker in der Spielzeit 2021-22 aufgeführt und das Ganze mit Kulissen im Comic-Look. Ergänzend gibt es im gleichen Stil diesen Schwarz-Weiß-Comic, in dem die Figuren den DarstellerInnen nachempfunden sind für einen schmalen Preis von 5 Euro. Das ist natürlich kein Profi-Produkt, aber die oft absichtlich kruden Illustrationen sehen trotzdem echt ansprechend aus und sind durch digitale Tricks mit einer filmhaften Dynamik versehen. Für mehr Pep sorgen künstlerische Freiheiten wie Luftschiffe, MGs oder Roboterpferde, so wie das hier von He-Man. Vermutlich hätte ich in der Schule auch mehr Spaß mit Maria Stuart gehabt, wenn da Roboterpferde vorgekommen wären. Vor allem aber ist diese Version leichter verdaulich, wobei der Ausgangsstoff in meiner Erinnerung schon recht gut lesbar war. Da hier natürlich vieles gerafft und vereinfacht wurde, die klassischen 48 Seiten reichen für die ganze Tragödie aus. Eine Bewertung gibt es hier nicht, weil Indie. Der Link zur Aufführung und zum Comic in der Videobeschreibung. Und das war unsere heutige Late Night Show mit Hexenköniginnen und Königinnen, die manche Leute vielleicht für Hexen halten, wie auch immer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr dabei geblieben seid, während wir uns durch den Wust von verschiedenen Versionen von Büchern gearbeitet haben. Ich hoffe, es geht euch gut und wenn nicht, hoffe ich, dass alles besser wird. Und vielen Dank speziell an die unter euch, die uns unterstützen. Ob ihr gerade die Glocke geklickt, einen Kommentar geschrieben, uns abonniert oder tatsächlich schon auf Patreon unterstützt habt. Ohne euch wäre das alles hier sinnlos und vor allen Dingen schon gar nicht erst möglich. Dann würde ich immer noch in der hintersten Ecke eines kleinen Wohnzimmers vor einer schrottigen Kamera sitzen und mir die Hände bewegen können, weil ich nicht den Raum habe für alles andere. Es war mir wie immer eine Freude. Macht's gut.
Verliert auch nicht die Übersicht auf unserem Kanal. Uns gibt es nämlich auch schon eine Weile und wir haben sehr viele Dinge gemacht. Benutzt die Playlists, die helfen euch freundlich und zeigen euch, wie was ist. Und wenn ihr Let's Plays oder Live-Formate von Twitch vermisst, die findet ihr auf unserem Zweitkanal Orgenspalter TV live. So, das war's jetzt aber. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!